Jordaniens Hauptstadt Amman, auf 70 Hügeln erbaut. Im Nordwesten der Millionenmetropole, in einer grünen Oase inmitten von Obstbäumen, die königlich-jordanischen Ställe zur Reinerhaltung des Araberpferdes. Die Hausherrin, Prinzessin Alia bint al-Hussein. Sie ist die älteste Tochter des 1999 verstorbenen Königs Hussein. Ihr Ziel ist die Erhaltung des ursprünglichen Araberpferdes, obwohl heute niemand mehr genau weiß, wie dies aussah. Das Beispiel der Prinzessin hat Schule gemacht. Jihad Shaltok leitet die Stallungen des Prinzen Ali. Jihad, der Pferdeprofi, ist Tscherkesse, Angehöriger eines aus dem Nordkaukasus vertriebenen muslimischen Volksstammes, der einst berühmt für seine Reitkünste war. Jihads Lieblingspferd ist ein alternder Champion namens Kalt, mit dem er bereits etliche Siege errungen hat. Er ist jetzt 20 Jahre alt, glaubt aber, wie in seinen letzten Rennen immer noch, er sei jung und will sich mit den jungen Pferden messen. In der Königsfamilie hat man sich auf Langstreckenrennen spezialisiert. Um die Ausbildung der Pferde kümmert sich eine Frau, die Spanierin Maite Melgosa Minguez. 6 Pferde, so glauben Maite, Subi und die anderen, haben das Zeug zu Champions. Wir haben die Tiere jetzt verladen, um sie nach... wohin geht's eigentlich nochmal? Nach Fasisa zu transportieren. Und da gehen wir dann trainieren. 3-mal pro Woche geht es hinaus in die Wüste. 30 Kilometer südöstlich von Amman, in unmittelbarer Nähe des Flughafens, gibt es für die Pferde geeignete, sandige Böden. Der Wadi Rum Cup ist der Höhepunkt der Saison. Ein 120 Kilometer langes Rennen quer durch die bekannteste Wüste des Landes. Pferde und Reiter müssen sich sorgfältig auf dieses Saisonfinale und die zu erwartenden Strapazen vorbereiten. Im Mittleren Osten ist es das wichtigste Rennen überhaupt, benannt nach dem verstorbenen König Hussein. Es hat einen sehr hohen Stellenwert, vor allem für uns. Und ich hoffe, wir können vielleicht sogar den Titel gewinnen. Kurz nach Sonnenaufgang geht es zum Training für die Reiter hinaus in die Wüste. Geritten wird zumeist im Schritt, später im Trab. Anders Jihad mit seinem Wallach. Sie reiten einen 30 Kilometer langen Trainingsabschnitt von Beginn an im Galopp. Abdelhamid und Maite lassen ihre Tiere erst auf dem Rückweg galoppieren. Bereits 2-mal haben Jihad und Kalt das berühmte Rennen gewonnen. Im Jahr zuvor brach sich Jihad kurz vor Rennbeginn jedoch ein Bein. So konnte er nicht antreten. Jetzt wollen sie es noch einmal wissen. Subi und Echo sind für viele die Geheimfavoriten. Für Maite und Abdelhamid ist jedoch Ishan der eigentliche Star am jordanischen Pferdehimmel. Für Ishan hat man eigens einen besonderen Reiter einfliegen lassen. Den Spanier Miguel Vila, Weltmeister im Distanzreiten 2006. Er hat das Pferd schon öfter geritten und soll den Hoffnungsträger zum Sieg führen. Der nächste Morgen, 5 Uhr. Es ist empfindlich kalt, deshalb tragen manche Pferde wärmende Decken. Es sind über 70, die auf die 120 Kilometer lange Strecke gehen. Der Start soll noch vor Sonnenaufgang stattfinden. Sättel und Helme werden aufgesetzt, Riemen und Gurte nachgezogen, dann geht es los. Einen offiziellen Startschuss gibt es nicht. Wer bereit ist, reitet innerhalb eines 10-minütigen Zeitfensters los. Bei Sonnenaufgang hat sich das Feld bereits auseinandergezogen.
In weniger als 30 Minuten haben die Führenden die ersten 20 Kilometer zurückgelegt. Das ist fast Rennbahntempo und viel zu hoch für ein Langstreckenrennen. Die führenden Pferde werden diesem Tempo bald Tribut zollen müssen. Jihad und der Spanier Miguel haben ihren Rhythmus gefunden und arbeiten sich nach vorn. Und dann tauchen auch Subi und Echo auf, jedoch weit abgeschlagen am Ende des Feldes. Fahnen weisen die 5 verschiedenen Etappen aus, in denen die 120 Kilometer geritten werden. Anfang und Ende liegen jeweils am Vetgate, der Veterinärstation. Ishan und Kalt haben beim ersten Tierarztcheck keine Probleme. Die Reiter sind zufrieden. Dann nähern sich schweißgebadet auch Subi und Echo. Das Pferd war zu Rennbeginn ungewohnt widerspenstig. Und Subi weiß auch warum. Es hat wohl Angst vor dem eigenen Schatten, der aufgrund des morgendlich niedrigen Sonnenstandes sehr lang war. Am Checkpoint gönnt Subi sich und seinem Pferd nur wenige Minuten Pause, statt der üblichen 20, und macht damit jede Menge Zeit gut. Über 90 Kilometer sind nun zurückgelegt. Das Thermometer hat längst die 30-Grad-Marke überschritten. Beim Einlauf zum nächsten Etappenziel sind auch den erfahrensten Gespannen die Strapazen anzusehen. Fast die Hälfte der Pferde ist schon ausgeschieden. Die königlichen Betreuer, angeführt von Abdelhamid, konzentrieren nun alle Kräfte auf Subi und Echo. Denn mit dem Ausscheiden von Ishan, Kalt und der Hälfte aller Pferde überhaupt ist nun endgültig der Weg frei für dieses Gespann. Echo läuft zu großer Form auf und der Konkurrenz um Meilen davon. Wenige hundert Meter vor dem Ziel hat er gut 20 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Der Zieleinlauf nach rund 12 Stunden in der Wüste wird zum Triumphzug. Der Spross einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie und sein eigenwilliger vierbeiniger Freund gehen als Erste über die Ziellinie. Sie sind die neuen Könige der Winde. Ein letztes Mal muss das Pferd den Veterinären vorgeführt werden. Aber schnell ist klar, Subi und Echo haben gewonnen. Prinzessin Alia gratuliert als Erste. Die Kollegen haben es ja schon immer gewusst. Subi ist der Beste. Inshallah.